Das Pfingstwochenende steht vor der Tür und viele wollen wahrscheinlich wissen, wie das Wetter da wird. Starten wir mal mit dem Freitag. Der beginnt wieder ziemlich kalt. Das heißt, es gibt eine sternklare Nacht am Morgen. Vielerorts in Deutschland wieder einstellige Temperaturen. Und ansonsten bleibt es eigentlich bei der Verteilung der letzten Tage. Das heißt, die Westhälfte bekommt wieder viel, viel Sonnenschein ab. Hier sommerliche Temperaturen von 21 bis 24 Grad. In der Osthälfte werden sich vor allem im Laufe des Tages wieder kompaktere Wolkenfelder bilden. Aber wahrscheinlich nur in Bayern gibt es ganz vereinzelte Schauer. Hier aber insgesamt ein bisschen kühler bei nur 16 bis 20 Grad. Am Sonnabend sieht es eigentlich ähnlich aus. Nach Westen hin wird sogar noch ein bisschen wärmer. Und der Sonntag, der wird dann vor allem im Südosten Deutschlands doch eher ungemütlich. Viele Wolken, hier kann es immer wieder regnen bei nur noch 13 bis 15 Grad. Der Rest Deutschlands bekommt viel, viel Sonnenschein ab. Am Montag kommt dann wahrscheinlich aus Südwesten wirklich warme Luft zu uns herein. Bis zu 28 Grad sind im Breisgau möglich. Auch ansonsten wird es wärmer und eigentlich ganz schön. Also vielerorts in Deutschland braucht man zu Pfingsten seine